It don't matter if you win by an inch or a mile. Winning's winning. Vin Diesel ist ein talentierter Schauspieler, Frauenschwarm und einer der beeindruckendsten Persönlichkeiten Hollywoods. Dieser Mann begeistert Menschen mit seiner Männlichkeit, seinem schicken Körper und seinen aufregenden Filmrollen. Immer stark und selbstbewusst, so sehen wir diesen brutalen, attraktiven Mann auf dem Bildschirm. Mix Show präsentiert. Wie lebt Vin Diesel und wofür gibt er seine Millionen aus? Vin Diesel, der mit bürgerlichen Namen Mark Vincent Sinclair heißt, wurde am 18. Juli 1967 in Alameda, Kalifornien geboren. Er hat einen Zwillingsbruder Paul, den er komischerweise weder körperlich noch charakterlich ähnlich ist. Bis zum Alter von 3 Jahren wurden die Jungs ausschließlich von ihrer Mutter Delora erzogen. Sie war Psychologin und interessierte sich für Astrologie. Die Kinder haben ihren leiblichen Vater nie gesehen. Die Nationalität des Schauspielers ist immer noch ein Rätsel. Selbst Vin Diesel erklärte, er sei von unklarer ethnischer Herkunft. Seine Mutter hat englische, deutsche und schottische Wurzeln. Und sein biologischer Vater war eindeutig einer anderen Rasse angehörig. Möglicherweise auch gemischter. Marks und Pauls Mutter heiratete 1970 den Schauspiellehrer und Theatermanager Irvin Vincent und zog mit ihren Söhnen nach New York. Die Familie bekam 2 bald neue Kinder, Tim und Samantha. Irvin nahm seine Kinder zu vielen Theaterstücken und Premieren mit. Der Stiefvater beeinflusste maßgeblich die Charakterbildung des Jungen und seinen Wunsch, Schauspieler zu werden. Dank eines kuriosen Vorfalls stand Mark im Alter von 7 Jahren zum ersten Mal auf der Bühne. Zusammen mit anderen Jungen beschloss er, sich in ein örtliches Theater zu schleichen, um mit Requisiten zu spielen. In diesem Moment wurde auf der Bühne gerade ein Stück geprobt. Der Regisseur des Stücks bemerkte die Jungen und ließ sie zur Strafe den Text lesen. Seltsamerweise schaffte es Sinclair besser als die anderen und er erhielt das verlockende Angebot des Regisseurs, $20 für jeden Auftritt auf der Bühne. Sinclairs Uraufführung war das Kinderstück Dinosaur Door. Die Leistung des Jungen war so brillant, dass er beschloss, von da an Schauspieler zu werden. Bis zu seinem 17. Lebensjahr spielte Mark am Theater und perfektionierte sein Handwerk. Trotz des Theatererfolgs war das Privatleben des Mannes nicht ganz erfolgreich. Der heutige Frauenschwarm wurde früher bei anderen Geschlecht ausgelacht. Als Jugendlicher war er groß und dünn, was ihm den Spitznamen Wurm einbrachte. Aus Scham über seinen lächerlichen Körperbau begann der zukünftige Schauspieler zu trainieren und regelmäßig Muskeln aufzubauen. Nach ein paar Jahren verwandelt sich der Mann in einen echten Athleten mit kräftigen Muskeln. Nach seinem Highschool-Abschluss beschloss er, dass er am Theater nicht viel Geld verdienen konnte. Und da er ziemlich groß und muskulös war, bekam Vincent ohne Mühe einen Job als Türsteher im Manhattans Nichtclub Tunnel. Damals nahm er den Decknamen Vin Diesel und begann, seinen Kopf zu rasieren. Gleichzeitig geht Vin Diesel auf Hunter College, wo er Englisch und klassische Literatur studierte. Er arbeitete, studierte und lernte Drehbücher zu schreiben. 1987 verließ er das College und die langweilige Arbeit im Club und zog von seiner Heimatstadt New York aus, um Los Angeles zu erobern. Er träumte davon, ein Filmstar zu werden. Hollywood nahm ihn jedoch nicht mit offenen Armen auf. Und er musste einen harten Job beim Fernsehen als Verkäufer eines Fernsehgeschäfts annehmen. Im Laufe des Arbeitsjahres hat sich Vin Diesel gut bewährt und konnte gutes Geld verdienen. Dabei arbeitete er 18 Stunden pro Tag, aber der Schauspieler verstand, dass ein Verkäufer und ein Filmstar nicht dasselbe sind, also zog er zurück nach New York. Vin Diesel gab sein Filmdebüt 1990 in Penny Marshall, Awakening, aber die Rolle war so unbedeutend, dass er nicht einmal in den Abspann schaffte. Als seine Mutter die schmerzhafte Kämpfe ihres Sohnes beobachtete, schenkte sie ihm das Buch Feature Filming at Used Car Prices, um ihn aufzumuntern und ihm zu zeigen, dass er seine Karriere selbst in die Hand nehmen konnte. Er begann sein eigenes Drehbuch zu schreiben und 1994 drehte der Schauspieler einen Kurzfilm mit dem Titel Multifacial. Da spielte er die Hauptrolle und schrieb sogar eine eigene Musik. Yo, I can't wait till I do enough real work, real acting work, but I don't have to sweat commercials, you know what I'm saying? You're not gonna see like Pacino doing potato chips or Denzel doing donuts. Für die Produktion des 20-minütigen Filmes gab er nur $3000 aus. Der Film wurde bei einem Filmfestspiel von Cannes gezeigt, erhielt jedoch keine bedeutende Auszeichnung. Dennoch war das sein erster Erfolg. Danach kehrte Vin Diesel nach Los Angeles zurück, wo er seinen Job als TV-Verkäufer wieder aufnahm und Geld sparte. Damit wollte er das Bild Strays adaptieren. Nach 8 Monaten harter Arbeit begann der Schauspieler mit den Dreharbeiten zu dem Film, in dem er die Hauptrolle spielen sollte. Dank diesem Film wurde der junge Schauspieler von dem berühmten Regisseur Steven Spielberg entdeckt und er engagierte Diesel in seinen Film Saving Private Ryan mit Tom Hanks und Matt Damon.
I need, sir? Caporzo, get the kid back up there! Captain, the decent thing to do is to at least take her down the road to the next town. We're not here to do the decent thing. We're here to follow fucking orders! Take this goddamn kid! Dies war Diesels erste große Filmrolle, die ihm Popularität und $100,000 einbrachte. In der Folgezeit gewann der Film 5 Oscars. Vin Diesel und seine Kollegen wurden für den Screen Actor Guild Awards in der Kategorie Lead Actor Group Performance nominiert. 1999 übernahm Vin die Stimme der Hauptfigur in den Animationsfilm The Iron Giant und spielte die Hauptrolle in dem Science-Fiction-Film Pitch Black, in dem er die Hauptrolle des Verbrechens Riddick spielte. All you people are so scared of me. Most days I take that as a compliment. But it ain't me you gotta worry about now. Es war der Beginn der berühmten Serie The Chronicles of Riddick und brachte dem Schauspieler seinen lang ersehnten Ruhm. Obwohl die Dreharbeiten für Diesel nicht einfach waren, bei der Durchführung eines Stunts verletzte er sich an der Schulter und verletzte sein Auge mit einer speziellen Kontaktlinse, die seine Augen in Dunkelheit leuchten ließen. Von da an kamen nacheinander die Filme, die dem neuen Hollywood-Star heraus. Anfang der 2000er Jahre konnten die Zuschauer Vin Diesel in Filmen wie Boiler Room, Into Pitch Black und Knockout Guys sehen. Dort spielte er die Rolle des Taylor Reese, eines Freundes des Sohnes eines der mächtigsten Mafia-Bosses von Brooklyn. The milk guy's getting paid, the potato chip guy's getting paid, the beer guy's getting paid, every fucking body's getting paid and you look through me, you fuck! Das Jahr 2001 war eines der erfolgreichsten Jahre in seinem Leben. Mit Paul Walker spielte er in den Krimi The Fast and the Furious von Rob Korn und wurde zum Publikumsliebling. Und die Figur Dominic Toretto hielt das Publikum für seine beste Rolle. Then it's over. I didn't call the police, but don't push me! Put the gun down! I swear to God! You are the cop! You're a cop! Brian, I gotta find Jesse before they do. I'm all the kids got. I'll call in the police. Sein Honorar betrug $2 Millionen. Das Duo der beiden Schauspieler gewann eine hohe Auszeichnung, MTV Movie Award. Jedoch spielte Diesel im nächsten Film Too Fast and Too Furious nicht mit, weil er sich mit den Produzenten nicht über die Höhe des Gewinnanteils einigen konnte. Der Schauspieler verlangte mehr als $20 Millionen für den Film. Während der Dreharbeiten zu dem Film The Fast and the Furious begann Vin eine Affäre mit der Schauspielerin Michelle Rodriguez, die seine Geliebte spielte. Nach einigen Monaten trennte sich das Paar. Es wird gemunkelt, dass Michelle die Trennung eingeleitet hat, weil sie der Meinung war, dass sie und Vin zu unterschiedlich seien. Gleichzeitig blieben die ehemaligen Liebhaber gute Freunde. Im folgenden Jahr sahen die Zuschauer den Abenteuerfilm Triple X with Vin Diesel, in dem er die meisten Stunts selbst ausführte, ohne die Beteiligung von Stuntmen. Sit down, Mr. Cage. You know what? My friends call me X. So, X, what exactly are you wanting? Ferraris, high-end pasta rockets. Der Schauspieler hat selbst zugegeben, dass er noch nie Motorrad gefahren ist. Während der dreimonatigen Vorbereitung auf die Dreharbeiten wurde von speziellen eingeladenen Bikern trainiert, die zu den besten Motocross-Fahrern der Welt gehören. Übrigens waren alle Tattoos von Vin Diesels Figur in dem Film nicht echt. Der Schauspieler erhielt dafür eine Nominierung für den MTV Movie Award in der Kategorie Bester Darsteller und verdiente $10 Millionen. Durch diesen Film lernte Vin Diesel das tschechische Model Pavla Hrabková kennen, die eine Cameo-Rolle in dem Actionfilm spielte. Aber die Beziehung dauerte nicht so lange wie die vorige. Im Jahr 2003 entstand der Actionfilm A Man Apart, in dem Diesel eine Hauptrolle spielte und auch als ausführender Produzent fungierte. Did you kill my wife? Answer me, motherfucker. Answer the fucking question! Der Film brachte ihn $2,5 Millionen ein. Der nächste Film, in dem der Schauspieler mitspielte, war ein Film aus der Reihe The Chronicles of Riddick. Remember that favorite game of yours? Who's the better killer? Let's play. Das Honorar von Vin Diesel war $11,5 Millionen. Obwohl der Film nichts Tolles brachte und der Schauspieler für diese Arbeit im Jahr 2005 eine Nominierung für den Antipreis Golden Raspberry für die schlechteste männliche Rolle bekam. Nach dem Film folgte bald ein Zeichentrickfilm und ein Computerspiel, in dem Diesel seine Figur vertonte. Gleichzeitig spielte Vin Diesel die Hauptrolle in der Familien-Action-Komödie The Pacifier. Kids, it's safe. Who was that? What did they want? What happened? Please don't leave us, Shane. What do they want? They were after the program that your father invented.
Bei den Dreharbeiten musste er mit 5 Kinderdarstellern gleichzeitig zusammenarbeiten, was er mit Bravour tat. Vin genoss es übrigens, mit seinem 9 Monate alten Partner zu spielen, dass er bereit war, auch am Wochenende am Set zu arbeiten. Diesels Komödienrolle gefiel den Zuschauern, die daran gewöhnt sind, ihn nur in Actionfilmen zu sehen. Und der Schauspieler spielte 2006 in Find Me Guilty. You don't rat out the people that love you. Love you? He's your cousin. He puts 4 fucking bullets in you and he loves you? Yeah, he loves me. I love him. He's family. He's just a junkie. He doesn't know what he's doing. Live and let live. Speaking of which, how many times I gotta tell you? Ungewöhnlich für den Zuschauer war sein Aussehen. Um Jackie D'Onofrio zu spielen, nahm Diesel fast 15 Kilo zu und verbrachte 2 Stunden pro Tag am Schminkstuhl. Bald danach kam der dritte Teil Fast and Furious, The Fast and the Furious Tokyo Drift. Aber im Gegensatz zu den Erwartungen des Fans erschien die Figur von Vin Diesel in diesem Film nur ganz am Ende. 2007 lernte der 40-jährige Schauspieler das 23-jährige mexikanische Model Paloma Jimenez kennen. Die beiden leben zusammen, fühlen sich als Ehepaar, aber haben noch ihre Beziehung nicht registriert. In einem seiner Interviews sagte der Schauspieler, der Stempel sei nur eine Formalität. Bereits ein Jahr nachdem sie sich kennengelernt haben, bekamen sie eine Tochter, Hayley Riley. Lustigerweise war die Patin des Mädchens Vin Diesels Ex-Freund Michelle Rodriguez. Bald darauf wurde dem Schauspieler angeboten, an Dreharbeiten zu einem der Filme teilzunehmen, dem Thriller Hitman oder einem Science-Fiction-Action-Film Babylon AD. Diesel entschied sich für den zweiten und hatte Pech. Der Film konnte sein Budget, das sich auf satte 70 Millionen Dollar belief, nicht ausgleichen und selbst der Regisseur gab später zu, dass der Film im Allgemeinen nicht sehenswert sei. Der Schauspieler vernachlässigte seine wichtige Rolle, Dominic, nicht. 2009 arbeitete Diesel als Schauspieler und Produzent am 4. Teil von Fast and Furious mit. When I see flashing lights in my mirror, I don't stop. Im ersten Film durften Walker und Diesel viele Stunts machen, da beide damals noch nicht als Stars galten. Doch beim 4. Fast and Furious waren die Schauspieler bekannt und die Stunts schwieriger geworden und das Studio verbot Walker und Diesel, Risiken einzugehen. Ein Jahr später bekamen Paloma und Vin einen Sohn, Vincent Sinclair. Der Schauspieler hat noch einen weiteren Sohn, Isaiah, der etwas älterer als Hania ist. Der Name seiner Mutter ist nicht bekannt, aber der Junge verbringt viel Zeit mit seinem Vater und dessen Familie. 2011 begeisterte Vin das Publikum mit einem weiteren Teil 5 von Fast and Furious und der Schauspieler bekam 50 Millionen Dollar. Im Jahr 2013 spielte Vin Diesel die Hauptrolle in dem Thriller Riddick. Die Produktion des Films drohte gleich zu sein, als es zu einer Verzögerung bei der Finanzierung kam. Vin Diesel übernahm schließlich die Finanzierung des Films, bis das Problem mit der Bank gelöst wurde. Nach Angaben des Schauspielers musste er sein Haus mit seiner Hypothek belasten, um einen Kredit aufnehmen zu können. Im selben Jahr vertonte er die Hauptfigur in dem Animationsfilm Riddick, Blindsided, und spielte die Hauptrolle in Fast Furious 6. Wo Dwayne Johnson den Actionfilm beitrat. We building the car? First car better be a Charger, Jack. You mean Skyline? Like I said, he's a Toretto. Zur gleichen Zeit begann die Dreharbeit zu Furious 7, die jedoch im November aufgrund des Todes von Paul Walker unterbrochen und erst im Frühjahr 2014 wieder aufgenommen wurden. In dieser Zeit liefen folgende Filme dem Schauspieler The Last Witch Hunter und Guardians of the Galaxy, in dem Diesel die Rolle von Groot, einer Zeichentrickfigur, spielte. Der Schauspieler diente als Motion Capture Model und vertonte ihn später in mehreren Sprachen, darunter Russisch. Be free us. I'll lead you to the buyer directly and I'll split the profit between the three of us. I'm Groot. 4 of us. Asleep for the danger, awake for the money, as per frickin' usual. 2015 bekamen Vin Diesel und Paloma ihre zweite Tochter, Pauline. Benannt nach dem verstorbenen Paul Walker, mit dem sie gut befreundet waren. Auch erschien der lang ersehnte Film Furious 7, der dem Schauspieler ein fabelhaftes Honorar gebracht hat, 47 Millionen Dollar. You miss the bullets. Yeah, that's messed up, huh? Ryan, I've seen you jump from trains, dive from planes. Hell, I saw your courage the day I met you. Am Set des Projekts Triple X – Return of Xander Cage im Jahr 2016 lernte Vin Diesel seine Filmpartnerin Nina Dobrev kennen. Das aufreizende Fotoshooting der Prominenten ließ die Fans glauben, dass sie eine Affäre haben. Später stellte sich heraus, dass sich die Schauspieler einfach miteinander gut verstanden. Neben diesem Film wurden auch andere Filme wie Billy Lil's Long Halftime Walk und Guardians of the Galaxy Volume 2 veröffentlicht, der von den Zuschauern sehr gelobt wurde. Diesel verdiente 2016 35 Millionen Dollar und war damit der 7. höchst bezahlte Schauspieler des Jahres. Der 8. Teil von Fast and Furious, The Fate of the Furious,
der 2017 in die Kinos kam, blieb bei den Zuschauern wegen des Konflikts in Erinnerung, der eine Woche vor Ende der Dreharbeiten zwischen Dwayne Johnson und Vin Diesel ausbrach, weil Diesel als Produzent einige der geplanten Szenen mit Johnson in letzter Minute absagte. Your cousin. Sorry about your car. Yours was too slow for a Toretto anyway. You're Impala? Are you serious? Diesel verdiente 2017 54,3 Millionen Dollar und war damit der dritthöchst bezahlte Schauspieler des Jahres. Außerdem belegte Vin Diesel den ersten Platz unter den Schauspielern, deren Filme in Forbes Magazin die höchsten Einspielereignisse erzielten. Die Gesamteinnahmen der Bilder, wo er spielte, beliefen sich auf 1,6 Milliarden Dollar. Der größte Teil dieses Betrags entfällt auf The Fate of the Furious mit 1,2 Milliarden Dollar. 2018 vertonte der Schauspieler erneut seinen Charakter Groot in Avengers Infinity War und Avengers Endgame sowie in den Animationsfilm Ralph Breaks the Internet. Im Jahr 2020 lief der Science-Fiction-Action-Film Bloodshot und ein Jahr später folgte F9, in dem John Cena mitspielte. In diesem Jahr wird der dritte Teil von Guardians of the Galaxy veröffentlicht, in dem Vin Diesel eine der Hauptrollen spielt. Nun in Zukunft warten wir auf den 10. Teil des Fast and Furious und den Science-Fiction-Action-Film Fury. Man sagt, dass der 10. Teil von Fast and Furious die Saga der Actionfilme beenden wird. Die erfolgreiche Filmkarriere hat den Zuschauer zu einem der bestbezahlten in Hollywood gemacht. Vin Diesels Nettovermögen beläuft sich derzeit auf 225 Millionen Dollar. Zwischen Juni 2019 und Juni 2020 hat Vin Diesel 55 Millionen Dollar verdient. Davon etwa 20 Millionen Dollar mit dem Eigenkapital des Films Fast and Furious 9. Die wachsende Beliebtheit des Schauspielers im Film hat ihm die Möglichkeit gegeben, auch in der Werbung eine beträchtliche Menge Geld zu verdienen. Für das Drehen eines 30-sekundigen Werbespots erhält er ein Honorar von 3 Millionen Dollar. Die amerikanische Marke Dodge lud beispielsweise den berühmten Schauspieler ein, die Rolle des Chauffeurs des Muckle Cars zu spielen, um einen Werbespot zu drehen. Diese Zusammenarbeit kommt nicht überraschend, da Vin Diesel an Fast and Furious mitwirkte und Dodge war ein Partner des Films. Der Schauspieler warb auch für den Yada G5-Scooter. Nach diesem Werbespot verzeichnete das chinesische Unternehmen Yada einen Umsatzanstieg von 90%. Zu Beginn seiner Karriere brachten solche Aktivitäten einen großen Teil seines Einkommens ein. So spielte Vin Diesel 1994 in Werbespot für Spielzeug mit. Darüber hinaus gründete er 2002 das Unternehmen Tigan Studios und begann mit der Produktion seines eigenen Spiels Wheelman, dessen Hauptfigur mit seiner Stimme spricht. Niemand bezweifelt, dass Vin Diesel nicht nur weiß, wie man Geld verdient, sondern auch, wie man es ausgibt. Es kann trivial erscheinen, aber der Schauspieler mag Autos. Und er hat einen Teil seines riesigen Vermögens für mehrere beeindruckende Autos ausgegeben. Seine Sammlung umfasst Dodge Charger Daytona 1969, Dodge Charger RT 1970, Chevrolet Corvette Stingray Grand Sport 1963, Chevrolet Corvette 1970, Dodge Charger Tantrum 1970, Dodge Charger SRT 8 2011, Lincoln Hypersport und andere. Interessanterweise hat der Schauspieler auch einen eigenen Wohnwagen, den er während der Dreharbeiten benutzt. Der Schauspieler fühlt sich in seinem riesigen 100 Quadratmeter Doppeldecker-Van wie zu Hause. Die Kosten für diesen Luxus belaufen sich auf 1,1 Millionen Dollar. Es ist bekannt, dass Vin Diesel eine Villa in Los Angeles besitzt, die er im Jahr 2001 gekauft hat. Obwohl die Villa nicht besonders groß ist und ihre Gesamtfläche nur 140 Quadratmeter beträgt, befinden sie sich in dem prestigeträchtigen Bezirk von Hollywood Hills. Im Inneren ist das Haus trotz seiner bescheidenen Größe sehr gemütlich. Es gibt keine leeren Räume, alles ist sehr kompakt, komfortabel und funktionell. Auch die Innenausstattung ist von Raum zu Raum unterschiedlich. In einem sind die Wände glatt gestrichen, in dem anderen sind die gemauert und es gibt sogar einen Ofen. Der Bodenbelag ist derselbe. Irgendwo gibt es natürliches Holz und irgendwo gibt es wiederum Fliesen. Auch die Farbpalette variiert von blassen, hellen Farben bis hin zu bunten und dunklen Tönen. Aber hier sieht alles organisch und vollständig aus. Heutzutage hat der Schauspieler das Haus zum Verkauf angeboten und plant es für 1,4 Millionen Dollar zu verkaufen. Im Jahr 2014 kauft er eine Villa in Atlanta, Georgia für 3,3 Millionen Dollar. Es verfügt über 7 Schlafzimmer, 9 Bäder, eine Küche, ein geräumiges Wohnzimmer, ein Büro, einen Kinosaal, einen Fitnessraum, eine Dachterrasse und ein voll ausgestattetes Gästehaus. Die Villa ist perfekt für Freunde und Partys gedacht. Darüber hinaus besitzt der Schauspieler eine weitere Villa in Los Angeles im Wert von 5,3 Millionen Dollar.
Vin Diesel ist ein großer Fan der Dominikanischen Republik. Man sagt, dass der Star eine Villa in der elitären Ferienanlage Casa de Campo besitzt. Diese versucht der Schauspieler bei jeder Gelegenheit zu besuchen. Der Hollywood-Star plant außerdem, in den Baum eines Filmstudios in der Dominikanischen Republik zu investieren. Vin Diesel liebt es im Urlaub, in das Land des ewigen Sommers zu fliegen. Der Schauspieler surft gerne und mag dominikanische Restaurants. Außerdem war es das Land, in dem einige Episoden des berühmten Films Fast and Furious gedreht wurden. Was ist Ihr Lieblingsfilm mit Vin Diesel in der Hauptrolle? Wenn euch das Video gefallen hat, bitte liken und bitte folgen. Wie lebt denn Jet Li und wie viel Geld verdient er? Jet Li, der eigentlich Li Lianji heißt, wurde am 26. April 1963 in der chinesischen Hauptstadt Peking geboren. Er war das fünfte Kind in der Familie. Als der Junge 2 Jahre alt war, starb sein Vater und seine Mutter musste die Kinder alleine großziehen. Als Kind hatte Li ein ruhiges Gemüt und ein vorbildliches Auftreten. Die Mutter erlaubte ihrem jüngsten Sohn nicht zu schwimmen, Fahrrad zu fahren oder andere Dinge zu tun, die theoretisch zu Verletzungen führen konnten. Und Li hörte auf sie und versuchte nicht einmal, sie zu betrügen. Der künftige Schauspieler ging im Alter von 8 Jahren zur Schule und war ein Jahr älter als seine Klassenkameraden. Die Lehrer mochten den Jungen, weil er ehrlich und bescheiden war. Er durfte sogar bei der Frühgymnastik mithelfen. Der kleine Lianji stand vor allen Schülern auf und zählte mit dem ernsten Gesicht den Rhythmus. Im Sommer nach seinem ersten Schuljahr wurde seine Klassenkameraden und er von den lokalen Behörden in ein Sportcamp in Peking geschickt, wo er Wushu-Unterricht besuchte. Als fleißiger Schüler befolgte er unermüdlich die Anweisungen des Trainers, was den Trainer erstaunte. Li war der einzige seiner Altersgenossen, dem sein Trainer vorschlug, auch in den Sommerferien weiterzumachen. So begann der Junge nicht nur die physischen Wushu-Techniken zu üben, sondern auch die spirituellen Praktiken dieser Kampfkunst. Der Trainer setzte große Hoffnungen in seinen Schüler und besorgte für seine arme Familie Lebensmittel, damit sich Lis Körper gut entwickeln konnte. Im Alter von 9 Jahren bereitete sich Li auf seinen ersten Wettkampf außerhalb Pekings vor und freute sich auf die Reise mit dem Zug. Seine Mutter hingegen war entsetzt, dass ihr Kind so weit vom Haus fahren musste. Li war fast gezwungen zu bleiben, aber er konnte sich nicht mehr zurückziehen. Bei diesem Auftreten wurde der Junge als der Beste anerkannt. Und als er nach Hause zurückkehrte, wurde er vom regulären Schulbesuch befreit und ging in eine Sportschule. Zu dieser Zeit kam es in Peking häufig zu Stromausfällen. Aber der Trainer ließ sich nicht vom Training abhalten. Während einer dieser dunklen Sitzungen verletzte sich Li am Bein, hatte aber Angst, jemanden davon zu erzählen. Mit einem geschwollenen Bein trainierte er 2 Tage lang mit den anderen, bis man feststellte, dass es ein Bruch war. Aber selbst dann war der Junge nicht vom Training befreit. Während der Heilung des Knochens übte der Junge Schläge. 1974, im Alter von 11 Jahren, reiste Li mit der chinesischen Nationalmannschaft in die USA und wurde von US-Präsidenten Richard Nixon entdeckt. Nixon war von Lis Kampftechnik so begeistert, dass er ihm scherzhafter fragte, ob er sein Leibwächter werden wollte. Wenn Jet erwachsen natürlich sei. Li antwortete unerwartet: Ich will nicht eine bestimmte Person beschützen, ich werde Millionen von Landsleuten schützen. Trotz des Treffens mit dem Präsidenten der Vereinigten Staaten war das Wichtigste für Li, dass sich seine Ansichten und seine Haltung gegenüber dem amerikanischen Volk geändert hat. Er verstand, dass die Menschen in den USA freundlich eingestellt waren und dem chinesischen Volk nicht schaden wollten. Li vergaß auch seine Mutter in den USA nicht. Von dem Taschengeld, das er dort erhielt, kaufte er ihr eine Schweizer Uhr. Nach seiner Rückkehr in seine Heimat nahm der junge Sportler weiterhin an Sportveranstaltungen teil und eroberte neue Gipfel. Der 12-jährige Junge musste oft gegen Sportler antreten, die 20 bis 30 Jahren älter waren als er. In den folgenden 4 Jahren reiste Li mit anderen chinesischen Sportlern um die halbe Welt, um Wushu-Begegnungen zu demonstrieren. Li versuchte, Wushu in allen Ländern beliebt zu machen, was ihm auch gelang. Zwischen 1975 und 1979 wurde er 5-mal chinesischer Wushu-Meister. Seine sportlichen Fähigkeiten halfen ihm, sein Talent als Schauspieler zu entwickeln. Eines Tages wurde Zhen Xinyan, ein Filmregisseur, bei einem Wettbewerb auf ihn aufmerksam. Er war von der Idee inspiriert, den Kämpfer in einen zweiten Bruce Lee zu verwandeln. Und wirklich toll war, dass Bruce Lee auch das Idol von Li war. Sein Debütfilm war Shaolin Tempel, Kloster der Rächer, der von einem weisen Jungen handelt, der von Shaolin-Mönchen in einem Kloster aufgezogen wird. Der Film wurde 1982 veröffentlicht und hatte einen Riesenerfolg. Nach kurzer Zeit drehten die Regisseure 1984 eine Fortsetzung, Shaolin Tempel 2, Kinder der Rache. Und 1985 wurde der dritte und der letzte Teil, Shaolin Tempel, Macht der Shaolin, veröffentlicht.
Nach seiner Rolle in der Shaolin-Trilogie erhielt er den Spitznamen Jet. Während der Dreharbeiten der Shaolin-Filmen kam es zu einem Konflikt zwischen dem angehenden Schauspieler und dem Regisseur, woraufhin Jet beschloss, die Filme selbst zu drehen und darin mitzuspielen. Jet Li, der noch nie eine Niederlage kassiert hatte, musste aber eine Reihe von Rückschlägen hinnehmen. Seine erste und letzte Arbeit als Regisseur war Final Fight aus dem Jahr 1986 und das scheiterte sehr, sehr stark in Kinokassen. Darüber hinaus verletzte sich der Schauspieler bei der Dreharbeiten am Rücken. Auch ein Versuch, die US-Staatsbürgerschaft zu erlangen, blieb erfolglos. Der Schauspieler begann sich mehr um sein Privatleben zu kümmern und seine Familie zu gründen. 1987 heiratete er die berühmte Wushu-Sportlerin Huyan Kuyan. Sie war ein Mitglied des Peking Wushu-Teams und spielte eine Nebenrolle im Film Shaolin Tempel Kinder der Rache. Sie heiratete und bekam zwei Töchter, Xie und Yami, ließen sich aber drei Jahre später scheiden. 1989 kam der Actionfilm Dragon Fighter heraus und 1991 sah die Welt einen weiteren großartigen Film mit Jet Li, Once Upon a Time in China. Dann folgten zwei Fortsetzungen in den nächsten zwei Jahren. Zu den frühen Filmen mit Jet Li gehören The Master, Swordsman 2, The Legend, The Legend 2, Last Hero in China, Kung Fu Codemaster, The New Legend of Shaolin, My Father is a Hero, Dr. White in Inscription with No Words, Black Mask, Once Upon a Time in China in America, Hitman und natürlich Tai Chi Master und The Bodyguard from Peking. Der Actionfilm Fist of Legend, der 1994 auf der Leinwand kam, kann als Remake von First of Fury mit Bruce Lee bezeichnet werden. Der Film Meltdown wurde 1995 veröffentlicht und war sehr beliebt bei den Zuschauern. Der Regisseur des Films beschloss nach seinem Streit mit dem berühmten Jackie Chan, eine Parodie auf ihn zu drehen, die sich offen über den Schauspieler und seine Familie lustig macht. Nachdem er das Publikum in Asien, Europa und Amerika erobert hat, feierte Jet Li 1998 sein Hollywood-Debüt in Lethal Weapon 4. Seine Rolle wurde zunächst Jackie Chan angeboten. Er lehnte das Angebot ab, weil er keine negativen Helden spielen wollte. Für Jet war es die erste Rolle als Bösewicht. Im Jahr 1999 heiratete Li zum zweiten Mal. Seine Geliebte wurde Hongkong-Schauspielerin Nina Li Chi, die zwei Jahre älter war als ihr Ehemann. Sie lernten sich 1989 kennen, als sie zusammen in dem Film Dragonfight mitspielten. Damals war der Schauspieler noch verheiratet. Die Schauspieler waren vor langer Zeit zusammen und erst nach 10 Jahren wurden ihre Beziehungen legalisiert. Jet Li ist sicher, dass Nina seine Seelenverwandte ist und sie ihn ganz gut versteht. Das Paar hat zwei Töchter, Jane und Jada. 2 Jahre nach seiner brillanten Arbeit in Lethal Weapon 4 spielte der Schauspieler die Hauptrolle in den Actionfilm Romeo Must Die. This guy has found you up here, you're gonna have some serious problems, so I suggest you go out the window. No, I like this way. Alright, it's your funeral. Der Film hat sich an den Kinokassen ausgezahlt und Li erhielt eine Gage von $2,4 Millionen. Ein weiterer wichtiger Charakterzug von Jet Li ist seine unendliche Liebe und Fürsorge für seine Familie. Um in den letzten Monaten der Schwangerschaft an der Seite seiner Frau zu bleiben, lehnte er die Rolle in dem Film Tiger and Dragon ab. Abgesehen von diesem Film lehnte der Schauspieler auch eine Rolle in The Matrix ab. Li sagte, dass der Grund sei ein Streit um das Urheberrecht. Er wollte nicht, dass die Rechte an den Aufnahmen vollständig an die Filmmacher gehen und dass sie diese als geistigen Eigentum besitzen können. Im Jahr 2001 konnte der Schauspieler mit seiner Rolle im Film The One $7,5 Millionen verdienen, obwohl die Hauptrolle im Film ursprünglich Dwayne Johnson zugedacht war. I am Eula. I'm nobody's bitch. You are mine. Es war das erste Mal, dass Jet und Jason Statham in einem Film zusammenarbeiten. In demselben Jahr spielte der Schauspieler eine Rolle im Kiss of the Dragon und verdiente damit $5 Millionen. What did you do to me? I put a needle in your neck. That's it? In a certain point. Very forbidden. It's called the Kiss of the Dragon. Eine interessante Tatsache aus diesem Film ist, dass der Tunnel, in dem Jet Lis Figur von der französischen Polizei aufgegriffen wird, derselbe ist, in dem Prinzessin Diana 1997 starb. In einer Szene greift Jets Figur den Zuhälter Lupo an, der von Max Ryan gespielt wird. Der Dialog zwischen den Schauspielern und der Kampf sollten separat gefilmt werden. Aber am Ende des Wortwechsels sagte der Regisseur aus irgendwelchem Grund nicht Schnitt und Li schlug zu. Diese Aufnahme ging in die endgültige Fassung des Films ein. Zusammen mit Ryans echter Überraschung.
Diese Gelegenheit kam gerade zur rechten Zeit, denn die Filmemacher mussten die Kämpfe an den Geschmack des Publikums anpassen. Das Publikum wollte realistische Szenen sehen. Und die Kampfszenen zwischen den Helden von Jet Li und Cyril Raffaelli mussten im Allgemeinen verlangsamt werden, weil sich die Schauspieler zu schnell bewegten. Um in den Film Hero im Jahr 2002 mitzuspielen, stimmte Jet Li zu, die Gage auf 11 Millionen Dollar zu reduzieren. Jackie Chan wurde die Rolle des Kaisers angeboten, aber er lehnte ab. Es war zum Zeitpunkt seiner Veröffentlichung des teuersten chinesischen Films. Im Jahr 2003 wurde ein weiterer Actionfilm mit Li in der Hauptrolle veröffentlicht, Cradle to the Grave. Im Jahr 2004 berichteten die Medien über den Tod des großen Schauspielers und Sportlers. Wie sich herausstellte, machte er während des Tsunamis mit seiner Familie Urlaub auf den Malediven. Zum Glück war die Information über den Tod nur ein Gerücht. Jet überlebte und verletzte sich nur am Bein, als er seine Tochter rettete. Nach dem Vorfall verbringt der Schauspieler die meiste Zeit mit seiner Frau und seinen Kindern. Im Jahr 2005 schrieb Luke Besson das Drehbuch zu Danny the Dogs nur für Jet Li. Der Film enthält nicht nur die längste Kampfszene in Lees Karriere, sondern auch die gewalttätigste. Der nächste Film, in dem der Schauspieler mitspielte, war Fearless. Die Macher wollten den Film erst The Legend of the Fighter nennen, aber dann stellte sich heraus, dass so ein Film bereits existiert. Einige Kampftechniken lehnte Li aus ethnischen Gründen ab. Einige Elemente wie eine Ohrfeige oder ein Schlag auf den Hinterkopf wurden von den Schauspielern als zu unpassend für Europäer und Amerikaner angesehen. Neben den Nahkämpfen gibt es in den Actionfilmen auch eine Kampfszene mit scharfen Waffen. Anthony DeLangis mit Jet Li zerbrachen bei den Dreharbeiten mindestens 6 Schwerter. Während dieser Zeit engagierte sich Jet für wohltätige Zwecke und ist seit 2006 Botschafter für das Rote Kreuz. Er ist ein Anhänger des tibetischen Buddhismus und hat sogar den Dalai Lama persönlich kennengelernt. Er fühlt sich von der Philosophie des Wushu angezogen, meint aber, dass sie als Form der Selbstverteidigung keiner Kritik standhält. Er möchte den jungen Chinesen helfen zu verstehen, worum es im Leben wirklich geht und sein Wissen über den Buddhismus weitergeben. Es ist anzuerkennen, dass nicht alle Filme, in denen Jet Li die Hauptrolle spielt, erfolgreich waren. Eines der erfolglosen Filme war der Film Wo 2007. Der Schauspieler sagte in mehreren Interviews, er sei weder mit dem Film noch seiner Produktion zufrieden. Er bezeichnete den Film sogar als Quatsch und misstraute dem Regisseur Phil Atwell. Schon an der Hälfte der Dreharbeiten wusste er, dass er nur mittelmäßige Einschaltquoten und keine Gewinne erzielen würde. Ende 2007 kehrte Li in seine Heimat zurück und spielte die Hauptrolle in dem chinesisch-Hongkong-Film The Warlord. Der Schwerpunkt des Films lag nicht nur auf der Kampfkunst, sondern auf der dramatischen Komponente. Für diese Arbeit erhielt Jet eine Nominierung bei Hong Kong Film Awards als bester Schauspieler. Sein Honorar für diesen Film betrug 30 Millionen Dollar. Im Frühjahr 2007 gründete Li seine Stiftung One Foundation, deren Ziel ist, die Auswirkung von Naturkatastrophen einschließlich physischer Traumata zu bekämpfen. Im Jahr 2008 hatte Li seinen ersten Leinwandauftritt mit dem Veteran der Kampfkunst Jackie Chan im Action-Abenteuerfilm von Rob Minkoff, The Forbidden Kingdom. Später spielte er die Hauptrolle des Bösewichts in Abenteuerfilm Die Mumie, Tomb of the Dragon Emperor, mit Maria Bello und Brandon Fraser in der Hauptrolle. Nach einer langen Arbeit in den USA war der Schauspieler noch in der Lage, die amerikanische Staatsbürgerschaft zu erhalten. Aber im Jahr 2009 verzichtete er darauf und auch auf die chinesische Staatsbürgerschaft zugunsten der Staatsbürgerschaft von Singapur. Jet wählte dieses Land aufgrund der Qualität der Ausbildung, die seine Töchter benötigten. In demselben Jahr spielte Li die Hauptrolle in dem Kriegsdrama The Founding of a Republic und brachte sein eigenes Fitnessprogramm namens Wuji auf den Markt, das Elemente aus Wushu, Yoga und Pilates enthält. Adidas brachte bald auf den Markt eine Bekleidungslinie für dieses Programm mit den Initialen JL. Nach einer einjährigen Pause kehrte Jet Li in die Filmbranche zurück. Er hatte im Film The Expanders mitgespielt. Why I get hurt, the only is bigger. Because I'm smaller. When I travel, I need to go farther. I know, because you're smaller, right? Yes. Und das mit solchen Stars wie Sylvester Stallone,
Jason Statham, Dolphin Lundgren und Mickey Rourke. Zwischen 2012 und 2014 spielte Lee seine Rolle in der Fortsetzung The Expendables 2 und Expendables 3. Im Jahr 2010 wurde Jet Li das erste asiatische Gesicht der Schweizer Luxusuhrfirma Hublot. 2011 gründete er zusammen mit dem chinesischen Geschäftsmann Jack Ma, dem Gründer der Alibaba Group, das chinesische Lifestyle-Unternehmen Taiji, dessen Hauptaufgabe darin bestand, Gesundheit und Glück für alle durch die Kunst des Tai Chi zu fördern. In den folgenden Jahren entstanden Filme mit Jet Li in der Hauptrolle, wie im Film Ocean Heaven, Flying Swords of Dragon Gate, The Sorcerer and the White Snake, Badges of Fury, Legion of Gods und Gang Show Dao. Der neueste und hoffentlich nicht der letzte Film von diesem Schauspieler war Mulan, der 2020 in die Kinos kam und in dem er die Rolle des Kaisers spielte. Wa Mulan, the people owe you a debt of thanks. I owe you my life. Der Schauspieler hat seit 2016 eine persönliche Instagram-Seite, wo er Fotos von sich selbst postet. In den sozialen Medien ist ein Foto des Schauspielers Jet Li aufgetaucht, auf dem er so schlecht aussieht, dass die Fans sich richtig Sorgen machen. Der Schauspieler gab zu, dass er seit 2010 an einer Schilddrüsenüberfunktion leidet, versicherte aber, dass es ihm gut geht. Trotz seines schlechten gesundheitlichen Zustands hat der Schauspieler keine Pläne, die Filmindustrie zu verlassen und spielt weiterhin in verschiedenen Projekten mit. Er kommentierte seine Entscheidung so: "Wenn ich jetzt gehe, werde ich später im Rollstuhl sitzen und wenn ich nicht weggehe, werde ich da trotzdem sitzen, aber mit Diamanten verzogen." In seiner Freizeit spielt Jet gern Badminton und Tischtennis, fährt Rad, liest und meditiert. Am 26. April 2020 wurde der Schauspieler 57 Jahre alt und er veröffentlichte an diesem Tag das beste Geschenk an seine Fans: Familienfotos. Das persönliche Kapital des Schauspielers beträgt 250 Millionen Dollar. Sein Einkommen aus Dreharbeiten ist das höchste unter den chinesischen Filmstars. In der Heimat seiner Frau in Shanghai steht eine riesige Villa des Schauspielers im Wert von 200 Millionen Yuan, das sind etwa 30 Millionen US-Dollar. Der Schauspieler hat es 2008 gekauft, angeblich als Mitgift für eine seiner Tochtern. Aber niemand hat in diesem Haus gewohnt. Das Haus ist inzwischen baufällig und wurde sogar zu einer Herberge für Sicherheitskräfte umgebaut. In Singapur, im Stadtteil Bikku Timah, besitzt der Schauspieler einen Luxus-Bungalow für 20 Millionen Singapur-Dollar. Das sind 15 Millionen US-Dollar. Es ist auch bekannt, dass der Schauspieler Immobilien in Los Angeles besitzt und dort wohnt, wenn er in die USA besucht. Jet Li ist kein großer Autoliebhaber, er hat einen BMW 745 Li und einen Spyker C8 Spider. Obwohl der Schauspieler in Singapur wohnt und seine chinesische Staatsbürgerschaft aufgegeben hat, bleibt er immer noch der Lieblingsschauspieler seiner Landsleute. Und was glauben Sie, was hat Jet Li so erfolgreich gemacht? Wenn euch das Video gefallen hat, bitte liken und follow den Kanal, um nichts Interessantes zu verpassen.